Hallo und willkommen zurück bei Mass Effect 2 Legendary Edition. Was steht heute an? Ich habe keine Ahnung. Wir sind ein Armada. Achso, ja, das System habe ich noch gescannt und. Was haben wir jetzt schon gemacht? Ich habe es ein paar Tage nicht gespielt. Ja, ich glaube, die. Das fragt der Norman die. Stimmt, so hier haben wir Omega, Massenportal, Vertrauen 100%. Hier ist noch was auf nicht 100, aber ich würde fast sagen, wir müssen uns mal. Was noch mehr? Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Ja, das ist okay. Ja, wir müssen heute mal was Konstruktives machen, würde ich sagen. Und das ist eine neue Mission. Nehmen wir mal ein Treibstoffdepot. So, können wir ein paar Sonde kaufen. Ja, Omega. Nee. Ich glaube, das ist erst ganz am Ende. Wir müssen noch erst das Normale nehmen. Projekt Overlord. Keine Ahnung. Kasumi helfen. Warlord, das könnte man machen. Hört sich gut an. So, da habe ich noch ganz komische Erinnerungen dran. Rekrutieren Sie den Warlord. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir machen das so als am besten. Ich scanne danach die Dinge oder das mal scanne ich danach. Als Müllschiff mit Klima bezeichnet. Quartus nimmt in der Anzahl der Morde pro Kopf den zweiten Platz in den Terminus-Systemen ein. Oh ja, oh ja. Das macht doch Sinn. Was sollen wir denn Morden mitnehmen oder geht was Morden totschlagen? Ich glaube, ich nehme nur mit. Wenn könnte man sonst schon mitnehmen. Ich brauche noch Feuerkraft. Oh, Feuerkraft. Soll ich die Gau? Oh, Jacobs ist immer gut, oder? Jacobs ist immer gut. So. Ja, nee, alles gut. Ich glaube. Kann auch ein bisschen besser landen. Das war ziemlich grob hier. Keine Ahnung, ob O'Keir freiwillig auf diesem Planeten ist. Rechnen Sie mit Feinden. Erfolg ist nur auf eine Art messbar. Töten oder getötet werden. Euer Ziel ist Perfektion. Ach, Befehle über Lautsprecher aus der Konserve. Wer macht denn sowas? Bleiben Sie konzentriert. Wir suchen einen Kroganer-Warlord. Ach, da gerade mir jetzt doch in diese Rekrutierungsdingens drin von deiner Kroganer, gell? Irgendwas war doch da, wo man denn eine andere. Wir nehmen doch neuen Denne mit, der ungeplant ist. Also einer, der mal helfe irgendwie so zufällig. Für den Kampf ausgerüstet. Was? Was machen die hier? Ist ein hübsches Feuerchen. Okay, plus Sans, das habe ich aber nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Scheiße, scheiße, es hört nicht auf zu bluten. Ich werde Miststück. So schlimm hat's ihn gar nicht erwischt. Das muss er aber nicht erfahren. Ich wusste, dass es keine Berserker waren. Nicht auf die Entfernung. Sie sind Söldner oder Allianz. Ich werde Ihnen gar nichts sagen. Sie sind nicht in der besten Lage für Verhandlungen. Ich suche einen Kroganer namens O'Keir. Wen? Sie wissen bereits mehr als ich. Ich erledige nur Kroganer. Der Alte im Labor lässt ständig verrückte Kroganer hier unten los. Jador hat ihn angeheuert, damit er ihr eine Armee zusammenbaut. Aber die von ihm hergestellten Kroganer sind wahnsinnig. Wir benutzen sie für Zielübungen mit scharfer Munition. Das ist doch alles Mist. Ich kriege nicht genug Kohle, um hier zu verbluten, verdammt. Außenposten 4. Jador will von hier weg. Wir brauchen die Koordinaten von diesem Kroganer-Pack.
Ich will Ihre Freunde hier nicht sehen, verstanden? Patrouille? Die letzte Gruppe hat sich aufgelöst. Hab sie vor 5 Minuten aus den Augen verloren. Aufgelöst? Das wird Schildor gar nicht passen. Sie wollte eine Show. Sie wollten einen Bericht. Und das ist er. Aufgelöst. Verstanden. Kehren in die Labore zurück. Da, sehen Sie? Ich helfe Ihnen. Sehr schön. Haben Sie O'Kier gesehen? Weiß er über all das Bescheid? Zu den Labors hatten wir keinen Zugang. Aber jeder weiß, was passiert, wenn die Kroganer rauskommen. Ich habe hunderte von ihnen erschossen. Sie sind verrückt. Hirnlos. Da oben weiß jeder, was abläuft. Was hat Jedor mit so vielen Kroganern vor? Uns ersetzen vermutlich. Ich könnte jedenfalls darauf verzichten, gegen eine Armee von denen antreten zu müssen. Aber sie kann sie nicht kontrollieren. Sie sollten eigentlich nicht wahnsinnig sein, aber es sind nun mal Kroganer. Ohnehin nicht die hellsten. Wird Jedors Labor schwer bewacht? Wir haben große Geschütze, um Schiffe auf Distanz zu halten. Auf einen verdammten Kommandotrupp sind wir nicht eingerichtet. Wenn Sie jetzt loshumpeln, finden Sie vielleicht noch eine dunkle Ecke, bevor Sie verbluten. Scheiße. Scheiße. War es nötig, ihm derart Angst zu machen? Vielleicht nicht. Hat sich aber gut angefühlt. Weiter. Unser Warlord ist irgendwo in Jedors Labor. Ja, das glaube ich nicht, Tim. Wenn sie versagen, wird er aufgelöst, in jeglicher Hinsicht. Ah. Feinde, Vorsicht! Gute Reise! Ja. Ziel am Boden. Oh, sehr schön, sehr schöner Schuss, sehr schöner Schuss. Muss man sagen. Nein, 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 nicht auf mich. Ich putze hier nur. Okay, ja, ja, gut, gut. Schaffen die nur, damit ich hier nicht. Moment, ich könnte mal was Sinnvolles machen. Team 4, hören Sie mich? Team 4! Ja! Sicherlich tot. Da! Schweinerei! Ich hab sie! Müssen sich durch jede Panzerung bringen. Geh doch hin, ey. Die Kroganer rum. Die Kroganer können Ihnen als Beispiel und als Warnung dienen. So wild sie auch sein mögen, als Fehlschlag sind sie entbehrlich. Das ist der Horst, oder? Geh heim, geh heim. Wow, der fliegt von oben auch gut. Was Zuchttank Kroganer?
Rede mal um dir. Sehr Schufsammel hier. Nee, alles gut. Sie sind anders. Neu. Sie riechen nicht wie diese Welt. 7 Nachtzyklen lang spürte ich nur den Drang zu töten. Aber sie... Etwas lässt mich sprechen. 7 Nachtzyklen? Tage? Sie züchten sie offensichtlich in voller Größe und bereit zum Kampf. Wenn sie ausgebildet werden müssen, wäre das keine große Verbesserung gegenüber normalen Söldnern. Gezüchtet, um zu töten. Nein. Ich töte, weil mein Blut und meine Knochen mich dazu treiben. Aber deshalb wurde ich nicht aus der Glasmutter gespült. Überleben ist das Wort, das ich in meinem Kopf höre. Den Feind überleben, der meine ganze Art bedroht. Aber ich habe versagt, noch bevor ich erwacht bin. Das hat die Stimme im Wasser gesagt. Deshalb warte ich hier. Sie gehören angeblich zu einer Söldnerarmee. Erinnern Sie sich an Jedor? Ich kenne den Namen. Er macht mich wütend. Und ich muss lachen. Es ist kein Name, den wir singen werden, wenn wir marschieren. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich habe es oft gehört. Wie können Sie sprechen, wenn Sie erst eine Woche alt sind? Da war ein kratzendes Geräusch in meinem Kopf und daraus wurde die Stimme. Sie hat mir beigebracht, was ich brauchen würde. Gehen, sprechen, schlagen, schießen. Dann sagte die Stimme, dass ich nicht perfekt bin und der Unterricht hörte auf. Und jetzt bin ich hier. Interessant. Aufgezogen und dann zurückgewiesen. Kontrollgruppe? Fehlschlag? Ich weiß es nicht, aber ich bin nicht perfekt. Wer ist das schon? Okirs Stimme? Hat er zu Ihnen gesprochen, als Sie in Ihrem Tank waren? Ich hörte die Stimme, nicht mit Ohren wie jetzt, im Inneren. Ich nannte sie Vater, das gefiel ihr, aber sie war enttäuscht. Ich bin nicht so, wie sie mich braucht. Ein Zuchtprogramm, um die Effekte der Genophage zu überwinden? Entkommen? Davon war nie die Rede. Überleben, widerstehen, ignorieren. Wodurch haben Sie die Stimme enttäuscht? Ich weiß es nicht. Es wurde entschieden, bevor ich die Tankmutter verließ. Ich war nicht perfekt. Wenn der Söldner recht hatte, ist der Kroganer anfällig für geistige Instabilität. Davon weiß ich nichts. Aber ich bin nicht perfekt. Ich habe Sarens Heilmittel zerstört. Wie kann Okir erwarten, dass diese Kroganer die Genophage ignorieren können, wenn er sie nicht heilt? Unsicher. Vermutlich irrelevant. Okir hatte anscheinend keinen Erfolg. Können Sie mir das Labor zeigen? Ich muss mit Okir sprechen. Die Glasmutter. Sie ist oben. Hinter den kaputten Teilen. Hinter vielen von euch Fleischwesen. Ich zeige den Weg. Ich bin froh, dass er im Moment auf unserer Seite ist. Ihr Fleischwesen seid langsam, wenn euch große Sachen im Weg stehen. Sie hätten weglaufen oder sich zu den Labors zurückkämpfen können. Warum sind Sie hier geblieben? Ich warte. Die Stimme hat es gesagt. Wenn Sie kommen, kämpfe ich. Aber ich laufe nicht weg. Und ich folge niemandem. Ich bin nicht perfekt, aber ich habe einen Zweck. Ich muss warten, bis ich gerufen werde. Und losgelassen. Okay. Gut, gut. Moment. Oh. Plus Anzeige, okay. Man kann sich hier kaum bewegen. Wachsam bleiben. Dann war das nicht der Typ. Dann kriegen wir mehr Migräne mal noch. Na, irgendwo kommt gerade aus der Dünnerung herum. Ah! Der Kampf ist ganz schön fies, was?
Zerbrechliche Kiste. Wer hat die Krogane freigelassen? Auch hier? Kampf steht bevor. So ist eben runtergefallen. Nein, nicht auf mich. Schweinehund. Hallo? Würdest du bitte? Nein, duck dich, ducken. Nein, ducken. Ducken, nachladen. Ich glaube, wir müssen da hin. Dann können wir sie ja schon nur hier gucken. Ist hier irgendwas? Nein, sieht nicht so aus. Wird erledigt. Nein! Mitkommen. Ich habe nur die falsche Taste gedrückt. Hallo, Martin? Bestätige. Wie kann man denn den Befehl wieder aufheben? Das soll keine Scheiße machen, der soll einfach mitkommen. Naja, vielleicht kommt er automatisch mit. Warte mal. Nein? Hallo? Morten? Genau da. Unterwegs. Ist ja ganz einfach. Wird erledigt. Ja, dann zeigen wir dir halt den Weg. War nicht schlimm, wie du herkommst. Was verbindet? Achso, ja, Moment, das ist zu. Dings. Ich hoffe, der tickt jetzt wieder richtig. Nein, immer noch nicht. Ich muss mal kurz was gucken.
Eher Optionen, Steuerung. Nein, nein, nein. Nein, Tastenzuordnung. Gendeckung, Karte, C. Befehl formatieren, C. Ja, dann drücken wir mal auf C und gucken wir mal, ob das klappt. Okay. Ist ja ganz einfach. Alles klar. Ah ja, okay, alles klar, alles klar. Gut, gut. Das könnte nützlich sein. Das glaube ich aber auch. Soll ich irgendwas? Nein. Bereit machen! Killstealer. Das. Ach so. Das so. Moment, Moment. Oben blau und wenig. Das so. Weiß. Irgendwas mit weiß und grün nehmen wir das so. Da dürfen wir nicht drauf. Orange irgendwie. Orange, blau. Nehmen wir das so. Dankeschön übrigens für den Kommentar, dass man den rote markierte Dinger ausweichen muss. Das wusste ich gar nicht mehr. Oh, mach schon du hier. Put. Mo.
Mordin, was machst du denn? Komm hier rüber! Wow, wow. Dem Ersten ist man noch ausgewichen. Irgendwas? Nö, das haben wir aufgesammelt. Alles gut. Die Berserker haben wir im Griff, aber die fremde Spezialeinheit greift immer noch an. Ui! Ja, das hat sich erledigt. Sehr schön. Was bist du? Nix. Alles gut. Alle Männer müssen aus den Labors abgezogen werden, um hier mitzukämpfen. Jede Ebene, jeder Außenposten. Bewegung! Ey. Was war's da? Irgendwie ein Dings, was da kommt. Nein! Ah, dachte ich jetzt endlich hin an mir, dass ich bei einer blöden, einem blöden Achievement auf den Desktop komme, aber scheinbar doch nicht. Geh einfach heim. Hab sie erwischt. Das ist gut. Energiezelle, okay. Ein Mansafe nehmen wir natürlich mit. Feuer auf meine Position konzentrieren! Feuer auf meine... Hand doch scheinbar das Feuer auf der Position konzentriert. Ist doch alles gut. Das wollte ich doch. PDA hacken. Moment. Bisschen weiß, dann orange und viel blau. Nehmen wir mal das Ding da. Grün und wenig. Nehmen wir das hier. Dann ein großer weißer Block mit orange ein bisschen. Nehmen wir das hier. So ein bisschen kommt das hier bekannt vor, das Donner. So ein bisschen aber auch nicht irgendwie. So ganz die Erinnerung habe ich noch nicht. Sie sind zu dritt. Zu dritt. Wow, wow. Oh. Böse Leute. Der Nächste! Mann am Boden! Und
Booster gültig flankiert. Dabei hier weg. Wo ist er? Da, dahinter ist er, Schweinehund. Zeig dich. Nein. Put. Dann lauf mir nicht vor der Flint rum. Ah, Spezialisierung, Überlastung. Bitte bring mich jetzt nicht. Das kommt, sonst brech ich eh. Auf zur Ruhe. So, passt doch. So macht er das immer. So, Munition. Alles gut. Ja, komm mal, besser durch als ich gedacht habe. Ist hier noch irgendwas? Nee, scheinbar nicht. Oh nee, hier ist gar nichts. Da ist eine Tür, da kommen wir her. Moment. Ah, Tür. Alles gut. What the? Tun Sie mir nichts, bitte. Ich bin unbewaffnet. Ich habe die Überwachungskameras abgeschaltet, sobald ich gesehen habe, dass Sie es sind. Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich bin froh, dass Sie den Laden hier zerlegen. Tut mir leid, Rana Thanoptis. Sie haben mich gehen lassen, als Sie Sarens Labor auf Vermeier zerstört haben. Ach, da war was. Ich musste in einer Wartungskapsel einer Atomexplosion entkommen, aber trotzdem ist es für mich eine zweite Chance. Okay, ja, ich kann mich aber erinnern. Ich nehme an, Sie haben einen guten Grund für Ihre Anwesenheit in diesem Labor. Keine Sorge, ich nutze die Chance, die Sie mir gegeben haben. Meine Arbeit hier ist rein wohltätig. Nicht für die Söldner. Jedor hat ganz normale Allmachtsfantasien. Aber Okia will wirklich etwas Gutes bewirken, das weiß ich. Auch wenn seine Methoden ein wenig extrem sind. Jeder verdient eine zweite Chance. Das stimmt doch. Und manchmal lohnt es sich eben. Ich kümmere mich um meine Schulden. Was hat Okia hier vor?
Es ist kompliziert. Er hat einen Befehl von Jador, der Anführerin der Söldner, eine private Armee herzustellen. Ich bin nicht sicher, ob sie weiß, was sie damit anfangen sollte. Okir beachtet sie eigentlich gar nicht. Okir verfolgt seine eigenen Ziele. Ich habe für die Tankzüchtungen eine Ausbildungsroutine entwickelt, aber die meisten durchlaufen nicht mal einen Bruchteil davon. Er lässt sie vorher fallen. Wonach er auch sucht, es ist kein Heilmittel und es ist auch kein Zahlenmaterial. Sie an einem Ort wie diesem zu finden, lässt mich glauben, dass es ein Fehler war, sie gehen zu lassen. Und das wollen sie doch nicht. Darin sind wir uns einig. Keine Sorge, ich habe vor, von allem, was sie tun, größtmöglichen Abstand zu halten. Wenn sie nichts dagegen haben, würde ich jetzt gern überstürzt davonrennen, bevor sie hier alles in die Luft sprengen. Ich kenne doch ihre Methoden. Hätten sie töten sollen. Zu viel Wissen ohne ethisches Bewusstsein. typisch Morden. Typisch Morden, der Spruch. So, nimm mal gerade Ende durch. Dann irgendwas mit Blau am Anfang. Irgendwas. Mal das da. Und dann noch grün wenig. Nö, grün wenig. Das ist grün viel. Moment, da müssen wir vorbei. Nimm mal das da. So, okay. Dann lehnen sie sich aber gerade hier ganz zufällig auf die Uhr. Und sehe, wir haben schon genug gemacht für die Folge. Bietet sich auch hier gerade an. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin dann. Bye bye.